Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Was? So, nun aber, wir wollten nämlich mit diesem super schicken Schiffchen jetzt hier vorfahren. Und dann wollen wir uns das Wrackteil hier nochmal genauer ansehen. Das scheint aber doch gar kein so großes zu sein, wie ich jetzt gedacht hätte. Mist. Na egal. Ich finde das Horn übrigens immer noch mega genial. Haben wir alles ausgelernt? Natürlich nicht. Was ist denn nur los mit mir? Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich einen Schrumpfhirn habe. Schrecklich. So, das kommt hier rein, das kommt auch da rein. Ja, es kommt so ein Quarz. Quarz müssen wir ja im Moment wieder recht viel sammeln, weil wir doch hoffentlich dann jetzt bald ein neues Biom finden, in dem wir dann unseren fetten Stützpunkt hinbauen werden. Und da brauchen wir viel Quarz, damit wir zukünftig nämlich aus dem Fenster gucken können. Wieso bin ich jetzt hier zu diesem Schrank hingegangen? Ich wollte doch nur das Salz loswerden. Und wieso habe ich noch so viele Fackeln dabei? Das müssen wir noch in die Ausrüstung stecken. Bam, bam, bam. Und ich glaube, da reicht uns auch eines. Holz ist alles voll. Boah. Wir schleppen viel zu viel mit und wieso habe ich zwei Überlebensmesser? Das gibt doch gar keinen Sinn. Gut, wir werden jetzt hier mal eins verbrauchen. Dann nehmen wir doch da zwei mit. Dann lagern wir zumindest hier nochmal ein Messer ein. So, schnell mal reingehen. So, wieder auf 100. Als nächstes brauchen wir nicht. Das könnten wir jetzt eigentlich trinken. Wieder ein Slot mehr frei. Dann müssen wir das Salz noch ablegen. Da finden wir bestimmt auch noch was. Wo könnten wir das Salz reintun? Ja, und das Salz einfach, glaube ich, mal mit zur Nahrung. Denn wir machen hier sowieso Nahrung draus. Dann denke ich, dass wir auch nochmal zwei Batterien loswerden. Hier rein in den Schrank. Bam, bam. Jetzt habe ich auch nochmal ganz schnell den Wecker gestellt. Die schicke, tolle neue Stoppuhr muss ja endlich mal vernünftig genutzt werden. So, dann gucken wir uns hier jetzt mal näher um. Wir schnappen erstmal das. Dann liegen hier noch zwei so tolle Kisten. Gucken wir mal, was da drin ist. Wasser. Hm. Ob diese Vorratskisten irgendwie, also auch der Inhalt, sich neu spawnt, das wäre ja auch interessant zu wissen. Vielleicht tut er das. Werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch in Erfahrung bringen. So, und da hätten wir ein Wrackteil. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwas machen können, müssen, tun. Es ist zumindest keines, wo wir so tief reinschwimmen können und irgendwie was aufschneiden müssen. Also glaube ich nicht, dass hier so sonderlich viel ist. Es sah nur aus der Entfernung ziemlich cool aus und ziemlich groß, aber da habe ich mich dann wohl getäuscht in der letzten Folge. Die Vorratskiste ist offensichtlich leer. Nee, das ist rausgefallen, oder? Hm. Nee, da unten ist sonst nichts weiter von Interesse. Dann war das jetzt nicht so der Wahnsinnsausflug, der uns so viel gebracht hätte. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, danke. Ich habe das schon mitbekommen. Ich bin noch nicht dumm. Was ist das denn? Aber wir müssen jetzt trotzdem erstmal rein. Und dann müssen wir uns nochmal ganz kurz das eine Ding hier angucken. So, wir können gleich mal ausleeren. Währenddessen wir Luft schnappen. Einmal, zweimal Quarz sogar. Denn das kommt zur Nahrung. Und dann hätten wir noch einmal Titan. Haben wir denn nicht einen tollen Titanschrank? Natürlich haben wir den. Wunderschön. Hätte ich sogar noch mehr Platz für noch mehr Schränke. Ich glaube, hier in der Mitte könnte man noch so zwei hinbauen. Aber ich glaube, wir sollen es nicht übertreiben. So. Wir mussten uns dieses eine Teil hier jetzt nochmal näher anziehen. Das machen wir noch schnell. Wo war denn das jetzt, was so interessant aussah? Hm? Irgendwo hier? Das da hinten vielleicht? War das ein normales Wrackteil? Das war nicht interessant. Okay. Keine Ahnung, was ich jetzt angucken wollte. Ich habe es irgendwie vergessen. Warum denn das nur? Naja, wir werden jetzt auf alle Fälle weiterfahren in Richtung tatsächliches Wrackteil. Dort werden wir uns dann mal dran machen und die Lichter scannen. Und dann können wir nämlich zukünftig auch diese coolen Lichter bauen. Hoffe ich.
So, ran an Steuer. Und abwärts hier. Damit uns ja nichts entgeht. Super, gleich mal was gerammt. Ganz klasse. So, wir müssen mal schauen. Da steht Wrackteil, da müssen wir hier lang. Dann müssen wir hier lang. Und wir werden relativ nah am Boden bleiben, da ich eventuell... Oh. Was macht der denn hier? Greift er uns gerade an? Nee, also wir können zumindest noch wegfahren. Na, aber der hat uns trotzdem, glaube ich, gerade angegriffen. Sag mal, kannst du bitte mal aufhören mit der Scheiße? Lass mich in Ruhe. Ist er jetzt weg? Das hört sich irgendwie nicht so danach an. Also wieso will er uns plötzlich fressen? Hat uns doch die letzte Zeit auch immer in Ruhe gelassen. Ja toll, jetzt traue ich mich da nicht rauszugucken. Ich würde ganz gerne mal aussteigen und gucken, was sich dort unten am Grund verbirgt. Gut, er tut hier nichts. Was ist das hier? Ein Modifiz? Was ist das denn? Ich glaube, hier schießt gerade irgendetwas auf uns. Wir müssen die ein bisschen ausweichen. Und jetzt nichts wie weg hier. Ah. Okay, dann können wir gleich nochmal so ein Erste-Hilfe-Päckchen nehmen. Und dann ab nach oben. Dann werden wir uns dann noch schnell was zu essen machen. Und dann sollten wir uns hier vielleicht in diesem Biom doch noch ein kleines bisschen umsehen. Eventuell finden wir noch die anderen zwei Dinger für dieses Modifizierungsding. Frag mich aber bitte nicht, was es ist. Was das am Ende wird. So. Nahrung. Ich denke, wir essen jetzt erstmal so ein. Das reicht, glaube ich. So. Und was ist das für ein komisches Geräusch, das wir jetzt hier hören? Ich bin leicht verwirrt. Achso, das sind diese Sandhaie, die sich durchgraben. Okay. So, wir bleiben noch mal ein bisschen hier. Ich würde nämlich ganz gerne noch ein paar dieser Fragmente sehen. Ist da unten eines? Moment, ich muss mal ganz kurz... Nee. Das habe ich mir wohl eingebildet. Ansonsten sehe ich jetzt hier auch keine mehr. Ja, scheiße. Ich will das aber jetzt haben. Wir fahren da noch mal ein bisschen hier rein. Vielleicht haben wir Glück und finden hier noch so ein weiteres Ding. Noch so ein Modifizierungsfragment. Aber das sieht im Moment nicht danach aus. Dann krebsen wir hier noch mal so ein bisschen rum. Ich meine, es ist ja im Moment kein Problem. Wir haben ja ganz viel Energie, insofern können wir hier durchaus mal ein bisschen rumflitzen. Da vorne ist noch ein Fragment. Bam. So. Und da oben ist ein Wrack. Achso, wir sind ja beim Wrackteil sogar gelandet. Na, wenn das mal nix ist. Was ist denn ständig diese Scheiße hier? Kann ich das nicht irgendwie kaputt machen? Das nervt voll. Und wo war jetzt das Fragment? Ich habe doch hier ein Fragment gesehen. Hä? Was habe ich denn bitte gesehen? Bleib weg von mir. So, was habe ich denn hier gesehen? Ich dachte, hier war ein Fragment. Bin ich jetzt blind oder blöd? Oder beides? Blind, blöd. Baby. Na gut, ich habe mir da wohl irgendwie... Ich habe mich verguckt. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Okay. Ich meine, das kann ja auch mal passieren. Sehr komisch. Naja, gut. Dann werden wir uns als nächstes hier jetzt mal das Wrackteil ansehen. Oder erneut ansehen. Wir wissen ja mittlerweile, wie wir reinkommen. Den Eingang haben wir auch schon aufgeschweißt, also sollte das jetzt kein so großes Problem sein. Judele.
dann raus hier. Und dann jetzt nichts wie hier rein. Und ich glaube, dann können wir hier auch die Signalboje dann im Anschluss. Geh weg. Ach, wieso sind hier überall diese blöden Penisfische? Wobei. Mach vielleicht doch einfach auf. Sicher ist sicher. Und wir gehen, glaube ich, nochmal schnell ins Boot. Shit, ey. Und wir haben kein Messer mehr dabei, oder? Gut, dann hole ich nochmal schnell Luft im Boot. Welcome aboard, Captain. So, das nehmen wir auch gleich mal. Wo haben wir denn das Messer? Hier ist das Messer. Achso, wir müssen hier jetzt erst wieder so. Zack. Hallo? Wieso will er das jetzt nicht nehmen? Ich wollte das gerade ausrüsten. Im Normalfall gehst du dann drauf. Und drückst hier 3. Jetzt geht's. Okay. Sehr komisch. Vielleicht ein kleiner Bug gewesen. Ich würde sagen, wir essen auch nochmal schnell was und nehmen sicherheitshalber einfach auch nochmal ein Erste-Hilfe-Set mit. So. Was haben wir denn noch hier im Angebot? Ich glaube, so ein Bumerang sollte erstmal reichen. Ich koche die Nahrung. Und dann wird der gleich mal gefuttert. Hm. So. Nächster Versuch. Wir packen gleich mal das Messer aus und sobald nochmal so ein fieser Fisch kommt. Ich sag mal. Ja, das hast du jetzt mit dem Leben bezahlt, ne? Hättest du das mal nicht gemacht. Hättest du das mal nicht gemacht. So, die Tür jetzt. Wo ist er denn? Okay, jetzt ist er tot. Wieso schon wieder versiegelt? Wir waren doch schon mal hier. So. Jetzt hör auf, du Kacker. Wo kommen denn die her? So. Aha. Wir haben auch die Animation nochmal geändert, so wie es aussieht. Sehr interessant. Endlich ziehen sie das hinterher. Das finde ich gut. Wir werden es allerdings wahrscheinlich gar nicht ganz schaffen. Weil uns, glaube ich, der Sauerstoff gleich ausgeht. Oh oh. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ich hoffe, das reicht dann aber wirklich. So, okay, wir haben es geschafft. Jetzt nichts wie raus. Nichts wie... Oh Gott. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Das wird knapp. Das... Oh Gott, nein. Das wird sehr knapp. Boah. Aber gerade so. Dann gehen wir auch nochmal schnell hoch und werden uns aus der Ausrüstung nochmal ein Medkit nehmen. Und uns das einführen. So. Nun geht es uns schon wieder viel, viel besser. Sauerstoff lädt sich auch langsam wieder auf. So, dann jetzt ab raus hier. Und dann eiern wir... Oh. Wir hätten vielleicht auch ein bisschen besser unser Schiffchen parken können, wa? Das haben wir gerade, glaube ich, nicht so gut gemacht. So. Ich glaube, hier ging es runter. Und waren hier nicht die... Hä? Hier geht's nicht mehr weiter. Ach doch, da. Nicht, dass wir wieder sterben, ey. Nicht wieder sterben. So, wir nehmen mal den Scanner. Das scannen wir noch schnell und dann müssen wir wieder raus, so schnell wie möglich. Okay. Ja, super. Wir müssen jetzt aber wieder weg. Wo geht's raus? Wo geht's raus? Wo geht's raus? Da geht's raus, okay.
schnell, 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 schnell. Oh Gott. Diesmal werden wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. 10 seconds of oxygen remaining. Oh Mann. Schwimm. Schwimm. Schwimm, 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 schwimm. Oh. Aber gerade so. So, jetzt trinken wir noch was. Halt, das war jetzt falsch. Das ist richtig. Und ich verstehe das nicht. Wir haben doch hier eigentlich zwei so Dinger. Das sollte uns doch ewig lang halten. Das geht mir doch nicht so ein. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht in der Ausrüstung nochmal eine Flasche haben. Ja, haben wir. Dann würde ich sagen, für diese Ausflüge hier unten drin nehmen wir mal lieber zwei so. Oder drei, vier. Vier waren es jetzt, ne? Da haben wir nochmal zwei dazu genommen. Genau. Okay. So, wir flitzen jetzt nochmal rein, denn ich habe da noch was gesehen und ich hoffe, dass das jetzt nicht bloß von der Wasserfiltrierungsmaschine ein Teil war. Aber das kriegen wir gleich raus. Wir könnten hier eigentlich auch mal kurz gucken, ob sich da noch was befindet. Oder ob das nur ein alternativer Weg war. Oh, schaut mal. Da ist ein Signal. Cool. Kommt man hier rein? Nein. Dann tauschen wir mal schnell die Batterie aus. Gut, dass wir noch eine dabei haben. So, da geht's also auch nochmal runter. Wir hätten wahrscheinlich dann am Ende gar nicht mal alles wieder aufschweißen müssen. Sondern wenn vermutlich, nee. Super, das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Liegt hier noch irgendwas Spannendes? Nein, natürlich nicht. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder zurück. Denn der Sauerstoff wird uns gleich wieder ausgehen. Dann ab nach oben. Na komm. Wir bräuchten vielleicht doch so ein Schwimmerteil. Ich habe jetzt leider vergessen, wie es genau heißt. Dann würden wir nämlich hier ein bisschen besser zurechtkommen. Und ich glaube, dieses Schwimmteil hat auch eine Lampe vorne dran, oder? Sowas hätten wir hier. Hier ist schon mal nichts zu mitnehmen. Na gut, dann müssen wir uns tatsächlich nur noch mal unten umgucken. Und ja. So, mal weg damit. Na komm. Wieso haben wir eigentlich in letzter Zeit so viel Hunger? Wir essen so unglaublich viel. Das wirkt ein bisschen sehr merkwürdig. Das ist schon echt fraglich. Gut. Wir hätten hier ein Signal. Eine Hitzesignatur. Schön. Die werden wir hier gleich mal irgendwo reinpacken. Ding ist wahrscheinlich voll. Nicht mal. Ding ist nicht voll. Dann ziehen wir das mal rüber. Und dann dürfte alles gut sein soweit. Sauerstoff war wieder voll. So, wir schwimmen jetzt noch einmal rein, ziehen uns unten nochmal den Raum genauer an. Eventuell verbirgt sich dort doch noch was, was wir noch nicht gesehen oder gefunden haben. Und dann warten wir mal ab. Den warten wir mal ab, ob das da was ist. Und dann, wenn nicht, dann müssen wir weiterfahren. Dann müssen wir uns jetzt langsam glücklich mal eine vernünftige Erkundung machen, dass wir dieses Biom. Es heißt Biom, ja. Dass wir dann das passende Biom jetzt langsam erfinden, wo wir dann eine neue Basis bauen. Das ist dann so etwa die grobe Roadmap. Was ich hier dann gerne noch erreichen möchte. So, wir käsen mal hier runter nochmal. Und ich glaube, hier ist ja sonst nichts für uns, ne? Nichts von Interesse, glaube ich. Nee, das war echt nur dieser Raum. Und hier noch das Teil. Wenn es jetzt dumm kommt, ist es echt das von der Meerwasserentsalzungsmaschine. Dann nützt uns das ganze Ding überhaupt nichts. Es ist von der Filtrationsmaschine. Wir können nochmal schauen, ob wir die nochmal scannen können. Suche. Naja, wahrscheinlich, weil wir das schon gescannt haben und das Ding schon wieder bauen können. So, verbirgt sich jetzt hier noch irgendwo was? Nee, da kommen wir auch gar nicht mal hier durch die Tür durch.
Dann würde ich sagen, düsen wir wieder ab nach oben. Ganz entspannt. Wir haben ja auch noch ganz viel Sauerstoff, ne? Boom. Das war gerade eine sehr interessante Lichtstimmung. So, hier dann raus. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Shit, da geht's raus, ja. Nee, aber wir schaffen das, glaube ich, schon noch rechtzeitig. Alles gut soweit. Doch, es wird vielleicht doch schon sehr knapp. Das nehmen wir jetzt mit. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Es gibt hier nämlich, glaube ich, nicht mehr so viel zu finden. Jetzt wird man gleich wieder... Ja doch, nee, wir haben es rechtzeitig geschafft. Alles ist gut. So. Ausrüstung. Dann würde ich hier... Naja, vielleicht brauchen wir die noch. Von daher haue ich erstmal so die Bojen rein. Was könnte man denn noch loswerden? Ich glaube, eine Leuchtfackel brauchen wir aktuell jetzt auch nicht wirklich. Die restlichen Sachen hätte ich eigentlich schon ganz gerne dabei. Also wir hätten doch damit Leute wegschieben können, das checke ich aber nicht. Das hat aber nicht so gut geklappt, ne? Also das Anziehen hat super geklappt, aber das Wegschießen nicht. Naja, wie dem auch sei, wir flitzen weiter. Und wir hätten schon wieder Hunger, das gibt's auch nicht. Der Typ ist einfach nur ein einziges Hungerloch. Ständig am Fressen. Ständig am Fressen. Super schlimm. So, dann kochen wir diesen Bumerangfisch mal noch. Dann wird der auch noch schnell weggesnackt. So. Und dann geht's weiter auf die Wurmsuche. Ich glaube, jetzt Richtung Insel brauchen wir nicht. Da brauchen wir eigentlich auch nicht. Keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Wo wir dann aber wirklich hinfahren, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Und ciao.